In der Oberliga Niederrhein hatte der FC Krai am 4. Spieltag Felber zu Gast, der 5. gegen den 12. Aufsteiger FC Krai war zwischendurch von der Regionalliga West in die Landesliga durchgerauscht. Sie sehnen sich wieder nach der 4. Liga, aber gegen die Sport- und Spielvereinigung Felbert konnten sie, egal in welcher Liga, bislang noch nicht gewinnen. Die Gäste aus Felbert in Blau, ein Sieg aus 2 Partien, Platz 12, mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz. Die erste Chance hat Njai. Der FC Krai fängt nach knapp 10 Minuten an zu zaubern. Buschama auf Kermann, Wickel pariert und dann nochmal der FCK mit Rami. Breiter noch mit Wagener zusammen, aber es gibt lediglich eine Ecke. Die kommt, scharf getreten, aber wieder Wickel im Nachfassen. Freistoß FC Krai, Kermann, der rauscht durch zum zweiten Pfosten und wieder heißt die Endstation Wickel im Tor von Felbert. Krai dominanter in dieser Phase, das Spielgeschehen zunehmend mehr und mehr in der Hälfte der Gäste. Vorn zog Njai einsam seine Kreise, 34. Minute Rami mit diesem Aussetzer und da ist der Robert Tuchukwu. Njai, wenn offensiv was ging, dann über ihn. Doppelpack am ersten Spieltag gegen den SC Felbert. Ein Tor gegen Schwarz-Weiß Essen. Und auch im dritten Spiel trifft er, der Engländer mit nigerianischen Wurzeln, nimmt das Geschenk von Rami dankend an. Die Antwort des FC Krai eine Minute vor der Pause. Schmetz gegen Barra, Elfmeter. Peter Schmetz beschwert sich da nicht vehement, weiß wohl, dass er Barra leicht touchierte. Die Chance für Buschama zum Ausgleich. Die Mitte, immer eine gute Lösung vorausgesetzt. Der Torwart entscheidet sich für eine Ecke, macht Wickel 1:1. Drittes Saisontor für Yassin Buschama, spielte schon in der Jugend für den FC Krai. Zweite Hälfte, erste Chance für die Gäste, die vor 2 Jahren hier mit 6:3 gewonnen hatten. Peter Schmetz verpasst am zweiten Pfosten. Beim FCK immer wieder Buschama, der Antreiber und Ideengeber. Der Mann mit der Nummer 10 hat das Auge für Kermann. 66. Minute. Der Gastgeber dreht das Spiel. Kevin Kermann in seiner zweiten Saison für den FC Krai. 3 Treffer hat er in dieser Saison schon vorbereitet. Nun also auch das erste Tor für den 29-Jährigen. 73. Minute, beide Teams mit hochgeklapptem Visier. Felbert schlägt zurück, Alexander Jesic mit dem 2:2. Was für ein Händchen von Trainer Alexander Vogt, wechselte Jesic ein. 12 Minuten später zahlt er es zurück. Er ist den entscheidenden Schritt vor Nizicki am Ball. Keine Chance für Delka im Tor. Momentum jetzt wieder bei den Gästen. Flanke kommt perfekt auf Njai. Was für ein Riese zur Führung. So wieder der FC Krai. Na klar, über Buschama und wieder treibt Schmetz sein Unwesen. Wieder gibt's Elfmeter. Der Arm leicht draußen von Schmetz. Buschama nimmt den Kontakt allerdings auch dankend an. 78. Minute, Barra gegen Wickel. Und auch der kann's vom Punkt. Buschama getreu dem Motto, der Gefaulte schießt nicht selbst. Er überlässt für Kevin Barra. Der gebürtige Essener mit seinem zweiten Saisontor. Er spielte in der Jugend beim VfL Bochum. Seit Sommer 2018 ist er beim FCK. Die Entscheidung für Krai noch nicht. Nachspielzeit läuft nochmal hoch und weit für Freund und Feind. Delta pflückt die Kerze aus der Luft. Es bleibt beim 3:2 für den FC Krai, der also erstmals ein Ligaspiel gegen Felbert gewinnen kann. Wenn man sich die Chancen anguckt, ist der Sieg verdient. Wir haben die Tore natürlich zu einem guten Zeitpunkt gemacht. Kurz vor der Halbzeit haben wir nochmal ein Tor gemacht. Aber ich denke, dass man einfach den Hut vor den Jungs ziehen muss, bei gefühlt 38 Grad, 95 Minuten lang zu fighten gegen eine Mannschaft, die ganz andere Ansprüche hat als wir. Hut ab und Riesenkompliment an die Jungs. Wir haben jetzt aus 4 Spielen 9 Punkte geholt, was für uns als junge Mannschaft kaum in Worte zu fassen ist. Das hätte, glaube ich, sich niemand hier in den schönsten Träumen vorgestellt. Von daher sind wir überglücklich über den Start, jetzt aus 4 Spielen 3 Siege geholt zu haben. Und wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.